Guten Tag, liebe Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen zum interaktiven Konzert, eine Kooperation zwischen der Hochschule für Musik und Theater Hamburg und dem Hospital zum Heiligen Geist. Mein Name ist Stefan Bonnef, ich bin ein Pianist. Für heutiges Konzert habe ich ein Programm aus zwei Stücken vorbereitet, und zwar die Polonaise Fantasie, Opus 61 von Frédéric Chopin und die Image, erstes Heft, von Claude Debussy. Diese zwei Stücke sind im gewissen Sinne eng verbunden, da die Polonaise Fantasie von Chopin ist ein sehr spätes Werk, eigentlich sein letztes großes Werk für das Klavier, und er hat da sehr viel experimentiert und die Grenzen von Klaviermusik, aber auch harmonisch weiterentwickelt in die Richtung von Debussy. Und natürlich, Debussy war auch ein sehr großer Fan von Chopin und er hat auch einen sehr großen Einfluss von Chopin bekommen. Also wir fangen an mit Polonaise Fantasie, Opus 61 von Frédéric Chopin. Thank you.
Das zweite Stück, Image, Buch Nummer 1 von Claude Debussy, besteht aus drei Stücken. Das erste Stück heißt Reflet dans l'eau, Reflexion im Wasser. Das zweite heißt Hommage à Rameau. Debussy war ein großer Fan von der alten französischen Schule, von den Mastern, Barockmastern wie Rameau und Couperin. Und er hat entschieden, dieses zweite Stück Rameau zu widmen. Das klingt quasi wie eine Barock-Saraband aus dem Schatten von Rameau. Und das dritte Stück heißt Mouvement, eine Art Perpetuum mobile.
Vielen Dank für Zuhören.